Hallo, heute zeige ich, wie man die Dorina 710 Overlock-Nähmaschine einfädelt und wir fangen von hinten an, von hinten. Wir fangen von oben an und dann wird die erste Garn durch diese Plastik von hinten nach vorne durchgefädelt. Also ganz einfach von hinten nach vorne und das haben wir bei alle vier gemacht. Jetzt gehen wir zu Nummer 2. Wir fangen jetzt mit Nummer 2. Wir nehmen das Garn und einfach Garn halten und durch diese Metallteil reinschieben und die macht Klick. Und wenn Klick macht, dann haben wir gefädelt. Jetzt machen wir Nummer 3. Bei Nummer 3 einfach durch diese Führung Garn durchziehen. Und da muss man auch ein bisschen festhalten und die Nähmaschine macht auch so wie einen Klick. Okay, jetzt haben wir da durchgezogen. Also es muss schon richtig reinsetzen. Und jetzt gehen wir hier vorne. Wir haben hier, also oben war 1, 2, 3. Jetzt haben wir hier 4. Einfach dadurch 4. Dann haben wir hier blau markiert, also nicht so. Hier ist Nummer 5 und wir sehen hier auch blau und grün gezeichnet. Aber blau haben wir hier vorne und hier. Warte. So, hier ist blau, hier blau. Also das ist dann beide gleichzeitig. Das ist Nummer 6. Dann hier haben wir Nummer 7. Auch einfach durchziehen und jetzt befinden wir uns in diesem Bereich und das ist ein bisschen so für die erste Mal ein bisschen kompliziert, aber es ist nicht so. Ich mache jetzt erstmal Licht, vielleicht sieht man besser. Nee. Gut. Also bis hier haben wir geschafft. Jetzt haben wir hier 1 und 2. Und dadurch, durch diese zwei gleichzeitig schiebt man Garn hier und hier. Dann haben wir hier diese Hebel. Einfach nach hinten schieben und loslassen. Und jetzt ist hier drinne eingefädelt. Also das ist sehr, sehr einfach, ehrlich gesagt. Ich glaube, bis jetzt das einfachste. Und durch die Greifer ziehen und unsere erste Garn ist eingefädelt. Ich mache sowieso hier noch ein Foto, dass Sie besser sehen, aber hier ist auch bildlich alles vorgezeichnet. Dann machen wir grüne Faden, also oben 1, 2, 3, dann machen wir hier 4 und wie man sieht, hier haben wir 5. Hier ist jetzt nur durch eine. Also bei Blau haben wir beide benutzt und hier ist Grün, also nur ein wird benutzt. Dann machen wir hier oben und einfach in Greifer rein. Also es ist ehrlich gesagt sehr, sehr einfach. So, dann machen wir zweite Greifer. So, auch hier unter dem Schieben und unten ist alles fertig. Jetzt haben wir zwei Nadeln. Von oben alles das Gleiche. Ich mache jetzt rosane erstmal. Und dann mache ich hier die erste, ist rot. Wie man sieht, es ist alles vorgezeichnet. Bisher machen sie alles normal. Jetzt machen wir beide über die Nadel. So, hier über die Nadel und in Nadel rein. Nur aufpassen, jetzt ist die rote
linke Nadel. So. Und immer aufpassen, dass sich das nicht um die Nadel wickelt, weil das kann manchmal passieren und dann später haben Sie Probleme. Also noch hier. Ach, jetzt die. Mann. Bis jetzt hat alles gut geklappt und jetzt ist die letzte und dann macht ein bisschen Probleme. Ich mache jetzt durch die Nadel. So. Jetzt haben wir alle vier Garne dabei. Wir bringen zurück das Fuß, Nähfuß, alles drunter, nach links schieben. So 20-30 cm lassen und jetzt probieren wir ein Stück. Wir machen jetzt die Nähmaschine an. Sie können immer ein, zweimal drehen und erstmal probieren. Bei mir ist jetzt alles zwischen 4 und 5. Also auf die linke Seite bei mir ist auf 1 und auf 3 gestellt. So. Und hier ist die breiteste Stelle. Runter und dann. Also hier sollte breiteste Stelle. Okay, das war jetzt so, aber ich mache jetzt hier, also 1, 3 und hier höchste Stelle und hier nicht vergessen ranzuschieben und dann ist. Hier sieht, es ist ein bisschen locker, aber jetzt können Sie damit ein bisschen rumspielen, was ist besser für Ihre Nähmaschine. Also, so viel zu dieser Dorina 710. Die sieht so aus. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.